Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, sich federleicht in der Schwerelosigkeit zu bewegen und wie ein Trapezkünstler im Zirkus durch die Luft zu wirbeln? Wer ein bisschen von seinen artistischen Träumen leben will, der ist beim Anti-Gravity-Yoga genau richtig. Die geschmeidigen Dehn- und Kräftigungsübungen sollen einen ein wenig von der Schwerkraft lösen. Trainer Just Blomeyer kennt den neuen Fitness-Trend aus der Artistik-Szene in den USA. Normalerweise wird diese Technik eben in 10 Meter Höhe gemacht. Und irgendwann kam dann der Christopher Harrison, der es erfunden hat, auf die Idee, das Tuch tiefer zu hängen und ein Fitness-Workout zu entwickeln. Dann hat er es runtergeholt auf 1 Meter Höhe und dadurch ist es dann überhaupt nicht gefährlich, sondern jeder kann das machen. Was in den USA der Renner ist, ist in Deutschland bisher nur in wenigen Städten zu finden. Diese schwerelose Art von Yoga wird aber immer beliebter. Die Übungen gehören unbedingt in ein Fitnessstudio. An den nötigen Aufhängungen sollte man sich zu Hause lieber nicht selbst probieren. Ja, das ist ein Nylontuch. Es ist ein Anti-Gravity Hammock auf Englisch, also eine Anti-Gravity-Yoga-Hängematte. Und das ist sehr elastisch einerseits, aber gleichzeitig auch sehr strapazierfähig. Das hält 1 Tonne, was wir hier haben. Denn obwohl Yoga ja eher als ruhige und gelassene Sportart bekannt ist, sind die Kräfte, die hierbei auf die großen Tücher und Karabiner wirken, enorm. Aber zunächst einmal geht es los mit ein paar Lockerungsübungen. Ein kleiner Origami-Faltkurs sozusagen für die Fans asiatischer Dehnkünste. Wir machen sozusagen alles. Also wir können hier arbeiten, ja, zum Beispiel hier eine Bauchmuskelübung machen. Oder wir können auch hier arbeiten, was für die Beine machen, fürs Becken. Oder im Sitzen. Aber man kann natürlich auch hier ganz oben was machen. Ja. Und wir können uns auch mit dem Tuch verkehrt rum quasi aufhängen und hier Übungen machen. Das heißt, wir haben hier ganz viele Möglichkeiten, rum zu experimentieren. Und das hat was sehr Spielerisches, das Training. Manche Übungen können etwas knifflig werden und verlangen einiges an Konzentration. Hieronymus Dürkheim ist bei den Kursen schon eine ganze Weile mit dabei. Aber irgendwie wird für ihn die Angelegenheit heute doch etwas verwickelt. Kopfüber in den Seilen baumelnd, wirkt er dann aber zuversichtlich und entspannt. Ganz am Anfang muss man erst mal Vertrauen aufbringen. Und wenn du es ein paar Mal gemacht hast, dann fühlt sich ganz sicher und ganz wohl. Und ist sehr bequem. Hängen, schwingen, kreiseln, dehnen und drehen. Das Studio hat etwas von einer luftigen Spielwiese für Erwachsene. Doch die Trainingseffekte haben es tatsächlich in sich. Am meisten wird die gesamte Rumpfmuskulatur beansprucht. Und dadurch, dass wir hier eine lockere Aufhängung haben, müssen wir sehr viel stabilisieren mit unserem eigenen Körper. Und dadurch ist das Training sehr effektiv. Gerade für Rumpf und Bauch. Eine Hängematte als Trainingsgerät für einen durchtrainierten Bauch. Darauf muss man erst mal kommen. Hieronymus merkt die Übungen allerdings so ziemlich überall in seinem Körper. Das fängt da unten im kleinen großen Zeh an und hört in den Fingerspitzen im Endeffekt aus. Aber das Zentrum ist hier in der Mitte. Das muss richtig, da muss er anspannen. Und dabei das Atmen noch nicht vergessen. Steven Schulz übt die Schwerelosigkeit heute zum ersten Mal. Sonst ist Fußball seine Leidenschaft. Jetzt wagt er sich gleich an eine Yoga-Mutprobe. Das ist eine sehr schöne Übung, um Angst zu überwinden. Also lässt sich auch Steven eingewickelt wie eine Fledermaus nach hinten ins Tuch kippen. Das ist ein schönes Gefühl, weil man sich einfach fallen lassen kann und man weiß, man wird gehalten. Und zum Schluss, nach den ganzen Schweiß- und adrenalintreibenden Übungen, kommt das vielleicht Schönste. Eingewickelt wie in einen schützenden Cancan lassen die Teilnehmer ihre Seele und sich selbst baumeln. Da fühlt man sich hinterher wirklich federleicht. Aber deshalb heißt es ja wohl auch Anti-Gravity-Yoga.